So, na dann, willkommen zu einer neuen Aufnahme, zu einem neuen Part. Radio. Bin ja am letzten Part an der Arena gescheitert. Versuchen wir heute im hohen Gras unser Glück. Ich trainiere hier ein wenig. Mit diesen Kämpfern hier. Hey, keep distance from Comet Cave. Pokemon, there are attracting groups. It's really dangerous to go through this alone. Will nicht kämpfen. Und dann hohes Gras Training. Da müssen wir heute ein bisschen hohes Gras Training machen. Modi. Ich will die, also Level 17 ist mein Ziel. Dass die alle auf Level 17 umgehen kriegen. Vielleicht gehen wir nochmal in die Arena und kämpfen gegen die Trainer, die dort sind. Ansonsten hier Training im hohen Gras. Muss jetzt sein. Also mein Team Level 17 ist, können wir wieder reingehen. Was dauert jetzt ein Weilchen? Damit können wir den ganzen Part sicher füllen. Ja, Level 13, Level 15, Level 14. Ja, Markus hat sich im letzten Part entwickelt. Wer das verpasst hat, sollte in den letzten Part gucken. Ja, versuchen wir Level 17 zu kriegen. Dann versuchen wir uns schon mal in den Kämpfen hier auf der nächsten Route. Nehmen wir das schon mal vorweg. Oh, ein Tankoon. Das ist gar kein schlechtes Pokémon. Können wir fast fangen. Aber eher nicht so. Und wir fangen uns neue Pokémon, die wir für die Arena brauchen könnten. Tankoon, was ist das für ein Typ? Ich glaube nicht der Typ, den wir brauchen. Wasser könnten wir brauchen. Wasser, also wirklich ein Wasser-Pokémon wäre wirklich sehr gut für die Arena. Wenn wir hier ein Wasser-Pokémon finden. Ja, bitte. Wasser-Attack, Mist. Ah, das gibt's doch nicht. Mudslap. Ja, komm, mach's alle. Oder fang es. Wir fangen es wahrscheinlich gleich. Und dann will ich auch die Box. Warum nicht? Suppumbi. Wir müssen Modify trainieren, deshalb dürfen wir jetzt hier nicht. Tja, jetzt müssen wir den wieder heilen. Sing, das ist ganz gut, da können wir was fangen. Warum wirklich ein Wasser-Pokémon? Ganz, ganz wirklich. So, wo mal hier in der Nähe? Ist doch hier eine Küstenstadt, ist doch ganz in der Nähe. Haben wir vielleicht die Chance. Pokéball. Vielleicht findet sich hier dieses Froschwasser-Pokémon. Das könnte man dann wirklich ein Ding gebrauchen. Auch wenn das ein bisschen hässlich ist, aber... Ja. Jetzt haben wir hier erstmal Dark Normal. Okay, normal hat man... Ja, gut. Jetzt habe ich Pokédex-Vortrag. Für Vortrag, ja genau. Nein, erstmal kein Nickname. Habe ich den Pokédex-Eintrag nicht vorgelesen. Gut, Wasser-Pokémon bitte. Wahrscheinlich hier nicht so. Paha. Okay. Pompi trainieren. Na komm. Das besiegen wir jetzt mal. Pack. Gut. Ich bin noch ein bisschen, weil ich das direkt nacheinander aufnehme, bin noch von der Arena ein bisschen geschafft jetzt hier. Das hätte ich mir nicht gedacht, dass es so schwer wird. Hätte ich mir mehr erwartet. Nach der Normalarena habe ich gedacht, easy, du schaffst doch durch die zweite Arena. Die zweite Arena wird kein Problem für dich. Machst du ganz schnell, schaffst du durch. Schaffst du noch neben einen Part jetzt. Schaffst du. Haben wir zwei Versuche, drei Versuche gemacht, vier Versuche. Tja. Sehr gut, Team geheilt. Der kommt jetzt trotzdem auf die Box. Move-Pokémon. Party-Pokémon.
Tycoon. Auch wenn es ein cooles Pokémon ist und bestimmt hilfreich ist, aber wir haben hier schon. Wir haben schon eins mit einem Normaltyp und ja. Wir brauchen jetzt wirklich einen Wassertyp. Mit Level 14 können wir es zur Not auch noch später nach der Arena nehmen. Glaube ich zwar nicht dran, aber. So. So, wieder zu viert. Gut, fangen wir uns ein Wasser-Pokémon. Wirklich mal. Oh ja, Pokémon-Kampf. Trainerkampf. Auch nicht schlecht. Wir können auch mal trainieren dabei. Knietmund. Wo ist Molly? Du bist noch Level 13. Also bitte. Jetzt mal den Kampf verstehen. Den Kampf übernehmen. Andere sind schon Level 14, Level 15. Das muss doch jetzt hier. Tackle. Auwei. Tegelschaden ist aber extrem. Mudslap. Nietmunk. Flame Buddy ist gut, sehr gut. Mudslap. Ja gut, vielleicht verwende ich doch mal einen Trank. Wir haben ja mehr Geld, nachdem wir die Trainer besiegt haben. Potion. Dadurch, dass ich den Verlust am Arena-Alter nicht gespeichert habe, vielleicht haben wir jetzt die Möglichkeit. Haben wir noch die Tränke dabei. Haben wir keine Tränke verloren. Ja, ich versuch's mit der Attacke weiter. Lädt sich auf. Ende. Ist wahrscheinlich gut. Ja, Modi, der könnte auch noch ein bisschen besser werden. Der könnte auch noch ein paar Attacken erlernen. Die hilfreich wären. Level 14, sehr gut. Kili besiegt. Hier gibt's Beeren. Die pflücken wir uns natürlich. Wir haben noch eine Angelroute, da können wir jetzt ins Wasser gehen und mal hier nach Wasserbocken ausschalten. Fangen wir dann Carpador. Warum schon Carpador wäre auch, also zumindest ein Gyarados, das wäre nicht schlecht. Können wir gebrauchen. Und das kein generationsspezifisches Pokémon ist. Was ich eigentlich machen wollte, ich wollte nur ein Generations-Pokémon hier reinnehmen. Trotzdem könnten wir es mal versuchen. Angeln. Oh, das ist ein Pokéball. Den holen wir uns. So, Äther. So, wo hast du denn deine Angel? Im Beutel. Ja. Waterstone, Rappel, Stardust. Old Spot, das genau das war's. Da hatten wir's doch grad. Key Items. Register. Okay. Ich weiß nicht, wie das hier funktioniert, aber. Mit welcher Taste können wir hier. Used. Na komm. Punkt, 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 Punkt. Not even. Okay. Ich wüsste gern, wie wir hier. Select Dingens. Müssen wir mal ins Inventar geben. Okay, hier beißt keine an. Tja, Leder. Juice. Hier beißt keine an. Tja, gut. Ungünstige Stelle. Wasser-Pokémon. Ich brauche dringend Wasser-Pokémon. Vielleicht bei dem Tümpel dort in der Stadt. Wäre eine Möglichkeit. Das wäre nicht, also das wäre nicht das erste Mal, dass das in der Stadt geht.
das Angeln. Spag. Use. Not even bit. Use. Jetzt gehen wir hier raus aus der Stadt. Da unten gab es doch, glaube ich, noch einen Fluss. Da war doch Strand. Vielleicht können wir am Strand da was fangen. Auf die Route. Das war doch hier. Na komm. Haben wir dich schon besiegt? Oh, hier ist ein... Hier ist eine Sache, hier können wir... Back. Und schwarz. Na? Oh, Bad. Got away. Ah, verdammt. Ich wüsste, auf welcher Taste das liegt. Müssen wir nicht mehr ins Inventar gehen. Z ist die Renntaste. U, I, O, P, I. Alles ausprobieren. Tastendrück. Okay, das ist die Inventartaste. Sehr gut. X ist die Inventartaste, Z ist die Sprinttaste. Interessant. Welche ist die Angeltaste? Ja gut. Use. Verdammt. Jetzt fängt mir am Angeln. Oh, ein Pokémon. Ein Lotard. Okay, ja gut, das ist Käferwasser, das könnten wir fangen. Das wäre ganz möglich. Level 8. Oh, das müssten wir trainieren, das ist... Oh wei, das ist ein bisschen unter der Welt. Aber ein Wasser-Pokémon. Eine Todsee, wenn ich das richtig habe. Im Kopf. Wäre eine Möglichkeit. Könnte ich mir vorstellen. Und das andere Wasser-Pokémon, also das Pokémon Uranium Wasser-Pokémon, das vorstehen ist. Schöner wäre. Also schöner ist es nicht, aber würde ich mir lieber im Team vorstellen. Wir schwächen es langsam. Mit kleinen Schritten. Wir fangen es dann. Das ist der Plan. Mal Step. Sehr gut, das ist im roten Bereich. Na dann. Okay, es hält sich immer ein bisschen. Versuchen wir es mal. Pokéball. Na komm. 1, 2, 3. Too close. Na komm, Great Ball. Für dich wahrscheinlich auch Superbälle. 1, 2, 3. Nice. Gotcha. Lotharmut, was kommt? Wassergras. Ja, das ist ein zwei Typen, die wir noch nicht im Inventar haben. Spitzname. Hab ich mich noch vertippt? Takeru. Sehr gut. Das nehmen wir mit ins Team. Sobald, so lange wie es halt sobald war, ein besseres Pokémon finden. Ich angle noch ein bisschen. Und was? Haben wir jetzt ausgefischt hier. Pokémon Got Away. Ja, das Angeln, das muss jetzt noch üben. Hat keinen angebissen. Na komm. Ach, verdammt. Na komm.
Das muss doch. Lernet Pokémon. Ach, wieder so ein Ding. Da kannst du stecken. Gibt's hier irgendwie einen Cheatcode, dann womit wir uns Sonderbonbons holen können? Das wäre ganz cool. Könnten wir uns hier die Pokémon, zumindest das eine Pokémon, was wir gerade gefangen haben, auf unser Level bringen. Also hier mal angeln. Versuchen wir es mal hier. Oh, er beicht. Lernet Pokémon. Oh, genau das meinte ich. Photog. Fangen wir es uns. Das brauchen wir ein Team. Das will ich haben. Ganz Lab. Oh, das ist gut. Das ist zwar auch Level 8, aber wir können es ja trainieren. Spooky Balls. Great Ball. Dich nennen wir jetzt auch Takiro. Der andere ist Takiro Nummer 2. Werfen wir dann da raus. Glaube ich. Schauen wir mal. Water Poison, das ist ja perfekt. Ist das Pokémon für die Arena? Wollen wir das trainieren? Takiro 2. Genauso. Takiro ist einfach ein Wasser-Pokémon. Es muss so sein. Es ist. Takiro ist ein hässlicher Frosch. Nein. Takiro ist ein hübscher. So. Poison, der Frosch ist perfekt. Den nehmen wir. Auch wenn Graswasser oder wenn Pflanzenwasser gar nicht schlecht ist. Gut, die Box fühlt sich langsam. Ja, was? Ja, gut, ich bin manchmal noch ein bisschen. Move-Pokémon. Party-Pokémon. Party! Store. Oh ja, nur. Store. Box 1. Sehr gut. Das fünfte Mitglied im Team. Trainieren wir es. Na dann, wieder auf ins hohe Gras. Vor allem das Wasser-Pokémon mal trainieren. Ich glaube, das könnte die entscheidende Rolle spielen im Gesteins-Arena-Kampf. Das ist gar nicht so schlecht. Wird man gebrauchen. So, Pokémon. Ja gut. Da hätten wir vielleicht mal, ja. Vielleicht mal heilen sollen im Pokémon Center. Burton. Mittlerweile beherrsche ich das Sprinten einigermaßen. So. Jo. Ins Hochgras. Ja, wir sollten eigentlich wechseln. Rattern. Ekans. Rückwärts Snake. Ach was. Ich wusste gar nicht, dass der so heißt im Englischen. Der ist wirklich Ekans im Englischen. Rattern und Arbok im Deutschen. Ja, Matzlepp. Dann sammel du halt erstmal die Erfahrungspunkte. So, ein paar Erfahrungspunkte für Modi könnte ohne schaden. Tja. Rittern müssen wir uns jetzt nicht unbedingt ins Team nehmen. So. Rittern besiegt. Sollen wir das Team ein bisschen wechseln? Takiro 2.
Takiro war leider schon vergeben, der Name. ja. So, bis auf Marco sind alle Level 14 jetzt. Außer Takiro 2. Headbutt? Okay. Kopfnuss, das scheint. Das können wir wahrscheinlich gegen Bäume benutzen. So, Markus muss noch Switch. Sehr gut. So, Training. Was bist du denn? Ich Rebolter. Das sieht doch schön aus. Ja, flieh mal lieber. Dann kämpfen erstmal mit Modi. Dann kriegt er wenigstens ein paar Erfahrungspunkte. Gegen Level 12 will ich mit dem noch nicht kämpfen. Dann guck mal, Level 12. Bin ich nur vorsichtig. So, Ember. Vielleicht hilft das was. Okay, ja gut. Kann man machen. So, Attacke. Gut. Fast besiegt. Mach Slab. Zum Schluss. Charm. Modi ist verliebt. Nee, ist noch nicht verliebt. So, Erfahrungspunkte. Das ist sehr gut. Das Ding, Spoonie. Versuchen wir es mal. Poison Sting. Vielleicht hält es er doch aus. Vielleicht kann er doch ein bisschen kämpfen. Das macht also die Attacke. Und jetzt durch Takiro 2. Und na komm. Das wäre natürlich der Renner. Wenn jetzt Spoony besiegen würden. Level 12. Das würde einige Erfahrungspunkte bringen. Okay, jetzt durch. Das könnte eine knappe Nummer werden. Supersonic, was bringt das? Oh, der kann auch die Attacke. Okay, Attacke ist Mist. Die Attacke ist Mist. Ja, Fund. Ja, Fund ist, glaube ich, jetzt hier die beste Attacke bei diesem Kampf. Ich frage mich, ob sich dieser Frosch noch entwickelt ist. Was dann? Ist ein größeren Frosch. Momentan sieht es eher aus wie Schnappi. Obwohl Schnappi eher ein Krokodil war. Kein Frosch. Wie komme ich jetzt auf Schnappi? Das ist jetzt irgendwie. Das ist irgendwie. Aber irgendwie schon. Von hinten gesehen, von hinten wirkt es schon fast so ein bisschen erinnert es daran. Na dann, Jungs, ist verletzt, aber er kann noch angreifen. Hätten vielleicht einen Trank einsetzen sollen. Das wäre nicht ganz verkehrt gewesen. Escape. Can't XP. Escape. Komm. Das ist doch. Dann sammeln wir Erfahrungspunkte für Modi. Damit er gleich Level 15 wird. Gut, ich mache dann offscreen weiter mit dem Training. Nach diesem Part. Level 17 ist mein Ziel. Ja. Das kann ein Weilchen dauern. Oder wir bringen den Takiro 2 auf Level 14. Das ist natürlich auch eine Chance. Da müssen wir Level 17 das Ziel nicht erreichen. Dann setzen wir einfach den Takiro Level 14 ein. Oder Level 15.
Das würde ich vielleicht hinkriegen, den zu trainieren. Aber mit dem vielleicht eine Chance. Wenn er ordentlich Level. Schauen wir mal. Level 15 für Murphy. Molly. Ich kann auch nicht mehr reden. Gut, schnell mal zum Pokémon Center. Gut, vielleicht schaffen wir es dann im nächsten Court. Muss nochmal in die Arena zu wagen. Die Herausforderung des Arena-Leiters. Mit einem Wasser-Pokémon dürfte das gehen, mit einem gut trainierten Wasser-Pokémon. Jetzt auf Level 15. Jetzt versuchen, das Wasser-Pokémon auf Level 15 zu bringen und dann. Ja. Dann kommen wir hin damit. Ich glaube ja, mit Level 15. Level 15. Takiro. Ist eine gute Idee. Der Rest des Teams kann ja auch kämpfen. Das hat ja schon. Hat ja schon bewiesen, dass es was kann. Das wird unser entscheidender Punkt sein. Tankoon. Nicht Normalchip, das ist eigentlich sehr cool. Wäre eigentlich eine Idee, den mit drin zu behalten. Kann ich mir vorstellen. Aber ja, wir brauchen andere. Wir brauchen noch einen Pflanzenchip. Ja. Jetzt habe ich mir auf die Zunge gebissen. Ah. Ich kann auch nicht reden. Das ist irgendwie. Das ist mir komplett unfähig. Nicht so fast bitte, dass ich mich auf die Zunge gebissen habe. Ja, super. Und was tut es für den Ports? So was passiert ohne mir. Ja gut, das war abzusehen. Ich mache jetzt am Ende des Parts auch noch Blödsinn. Ja, ein bisschen Blödsinn am Ende. Sind nochmal heilen gehen. Ab ins Pokémon Center. Der Weg ist bekannt. Gut. Immerhin haben wir heute schon ein fünftes Teammitglied bekommen. Der zweite Ohren, der folgt dann in Part 11, wenn ich das richtig im Kopf habe. Müsste das jetzt Part 10 sein. Jubiläum. Kleines Jubiläum. Jungs. Ja, der muss noch nicht kämpfen müssen. Tun wir gleich mal auswechseln. Reicht ja, wenn er ein paar Erfahrungspunkte kriegt. Oh, ja. Nein, Mordi nicht. Prompi und Oten müssen trainiert werden. Ja, vor allem Oten. Der war auch ein guter im Kampf. Den können wir auch im Kampf gebrauchen. Trainieren wir Oten. Level 15 für Oten. Ich komme wegen Attack. Komm. Ja, das bringt's. Oha. Auch nicht schlecht. Ja gut, so viel zum Training für Oten. Ach Kacke. Wird gleich das nächste Pokémon einsetzen. Ja gut, dann halt Oten nicht trainieren. Spree. Ich glaube, das kommt das besiegen. Versuchen wir es mit Takiro. Die zwei Attacken sind gut. Kann man benutzen. Poison String. Poison String bringt, glaube ich, nichts auf dieser. Das Buni. Weil es auch vom Jeep Gift ist. Oh, doch. Ist vergiftet. Sehr gut. Riecht nach Blut. Habe ich mir so heftig auf die Zunge gebissen? Oh wei.
mir auf mehr als die Zunge gebissen. So, es passiert auch nur mir, Trottel. Lustig. Verletzt dich im Bart. In einem Minecraft Armor Part habe ich mal mir das Handgelenk mal geprellt. Was passiert da? Na gut, das passiert auch anderen. Dass sich Sachen prellen. Gut, sehr gut. Na dann. Dann nicht nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und wir sehen uns nächsten Parts dann hoffentlich in der Lage, die Arena erneut anzugehen. Ja, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao. Ich mache Offscreen-Training. Und ihr seht mich dann im nächsten Part wieder. Habt einen angenehmen Tag. Man sieht sich.